Daher sagen die Ahlul Ilm, die Sünden, manche Sünden, nicht alle, beginnen mit dem Blick. Der Blick ist der Anfang. Auf dem Blick folgen Gedanken. Hier ist es noch ganz einfach, das Problem zu behandeln. Und zwar, indem man den Blick meidet oder indem man die Gedanken meidet, falls es zu einem Blick kommt. Wenn man sich auf die Gedanken einlässt, ist er in so einer Zwischenphase zwischen Wille, Entschlossenheit und noch Gedanke. Wenn diese Gedanken aushärten, wird daraus ein Wille, noch ein schwacher Wille. Und wenn er darauf weiter verharrt, wird es zur Entschlossenheit. Und aus der Entschlossenheit entsteht die Tat. Ja, hier kann er es immer noch behandeln, wenn es einmal passiert ist. Wenn er das aber weiterführt, wird aus der Tat eine Gewohnheit. Und hier wird es sehr schwer. Hier ist die Behandlung äußerst komplex. Und daher sagten einige der Salaf, die Geduld, den Blick abzuwenden, ist leichter als das zu ertragen, was nach dem Blick kommt. Und der Al-Imam Rahimahullah bringt ja ein Gleichnis dafür. Das ist äußerst wichtig, finde ich. Die immateriellen Dinge, die jetzt nicht fassbar sind, durch fassbare Dinge zu vergleichen. Das bringt das etwas näher an den Verstand des Menschen. Er sagt, das Gleichnis davon ist wie jemand, der ein Vieh hat und es von hinten steuern muss. Er lenkt sein Vieh von hinten. Und er sieht, dass das Vieh auf eine Tür läuft, wo er eigentlich nicht rein soll. Es soll da nicht rein oder es wird da nur sehr eng durchpassen. Jetzt hat er zwei Möglichkeiten. Entweder er reagiert früh genug und lenkt das Tier einfach weg, bevor es mit dem Kopf in die Tür gegangen ist. Die Tür ist offen natürlich. Das ist noch einfach. Wenn das Tier aber einmal mit dem halben Körper drin ist, dann kannst du es nicht nach links oder rechts lenken. Dann musst du es zurückziehen. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal gesehen habt, Kühe oder derartige Tiere kannst du nicht so einfach zurückziehen. Ne? So reif ist ihre Intelligenz nicht. Und so ist es auch mit dem Menschen. Wenn er einmal in einer Tür drinne steckt, dann kannst du ihn nicht einfach nach links oder rechts lenken. Du musst ihn mit Gewalt nach hinten ziehen. Und das ist natürlich anstrengender.